Die Jottenschraube. Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Ich möchte euch heute hier die Jottenschraube vorstellen, die speziell dazu entwickelt ist, mehrere Jotteplane miteinander zu verbinden. Die Frage ist natürlich, wozu brauche ich diese Jottenschraube? Und zwar hier sind wir gerade in Wäschernohe und bauen zwei kleine Jotteburgen auf. Und da habe ich einfach an der Übergänge der Plane kommen immer viele, viele von diesen Ösen zusammen. Zum Beispiel an dieser Verbindungsstelle habe ich jetzt hier drei Öse. Später im tatsächlichen Aufbau werden es auch sogar vier Öse sein, aber das reicht jetzt hier zum Zeigen mit drei Öse. Und die Schraube sind so dimensioniert, dass die hier gut durch diese Öse durchpassen. Und ich damit auch mehrere Öse dann verschrauben kann. Die Schraube haben hier auch ein Loch in der Mitte und obendrauf eine Ringöse, die ist verschraubt hier. Da kann ich zum Beispiel Seile anschlagen und unten kann ich Zeltstange einstecken. Dafür sind sie also optimiert, das Ganze. Was mir persönlich immer noch fehlt, sind entsprechende Unterlagscheiben, weil ich glaube, dass dann die Öse hier deutlich geschont wäre. Deswegen nehme ich immer eine Jottenschraube und zwei dieser Unterlegscheibe, kann dann hier durch meine Öse durchgehen und dann in entsprechender Reihenfolge, wie die Planen nach übereinander liegen müssen, die weitere Öse dann auch aufsetze und dann noch ein oder zwei Öse von Seiteplane rein, das Ganze nochmal mit einer Schraube sichern und mit der Scheibe unterlegen und dann mit der Schraube hier das Ganze sichern. Das reicht auch, wenn es einfach so ein bisschen angedreht ist. Ihr braucht die nicht festzuziehen. Da habt ihr nachher nur wieder Schwierigkeiten, sie aufzubringen. Man kann das festziehen, aber das drückt das Ösebündel zu sehr zusammen. Das tut der Öse nicht gut. Wenn das einfach so leicht angezogen ist, die Schraube für den Zeitraum, wo ihr diese Burg stehen habt, löst sich diese Schraube nicht. Also keine Frage. Und dann könnt ihr hier an diese Ringöse kann man abspannen, da kann man ordentlich Zug drauf bringen und da kann man eine Stangenspitze einstecken, wenn das denn nötig sein sollte an der Stelle. Ja, ich freue mich, wenn euch dieser kleine Tipp gefallen hat. Abonniert unseren Kanal. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, euer Ralf von Jotteland.